Ich mache hier mal ein bisschen Licht. Wir sind also jetzt quasi direkt neben der Schlucht. Also sind nur noch wenige Meter, die uns von der Schlucht. Wenige Meter. Das wird wohl schon hier die Schlucht sein, oder? Nee, ich glaube, Beziehungsweise. das ist einfach nur eine Magma-Kammer. Doch, das ist die Schlucht. Schau doch mal. Das macht es. Es hat Schluchtform. Ich höre Zombies. Jetzt müssen wir nach oben, oder was? Nee. Ich guck mal gerade, wo wir sind. Ja, stimmt. Es ist noch nicht die Schlucht, aber es ist zumindest irgendwas in der Art. Dann müssen wir jetzt weiter hier und dann nach rechts. Also wir müssen uns geradeaus und rechts halten. Und versuchen nicht zu sterben. Versuche nicht so viel über mir zu graben. Das macht mich nervös. Dich nicht? Ach ja. Leben am Limit. Man kann sich auch anstellen. Also bitte. Also jetzt gleich sind wir quasi da. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie tief die Schlucht geht. Ich kann ja mal über dir graben. Du kannst über dir selber graben. Da ist Erde. Erde ist gut. Erde ist meistens nicht unter Lava, oder? Glaub nicht. Bist du auch mit Stein voll? Nee, ich stelle mich mal nicht hinter dich. Ich gehe hier so in einen sicheren Bereich. Also wir sind jetzt direkt unter der Schlucht. Dementsprechend wird die Schlucht noch höher gehen. Oder höher sein. Hast du schon was gefunden? Nur Steine! Also wir sind jetzt am Ende der Schlucht, so rein von der Position. Wir sind auch auf Höhe 20. Ich grab mich einfach weiter nach oben. Ich auch. Ich glaube, ich habe einen Dungeon gehört. Ein Dungeon? Dungeon oder eine Höhle? Bist denn du? War ein bisschen leise. Ja, ich habe auch irgendwas gehört. Es war der Gesang der Sirene. Okay, jetzt sind wir nicht mehr unter der Schlucht. Ich kann ja abbiegen. Na, die Schlucht ist quasi jetzt hinter uns. Ja, biegen wir hier ab. Bisschen Licht. Grabe mich dir hinterher. Also wenn wir hier rauskommen würden, gleich direkt an die Oberfläche, das wäre cool. Wären wir nämlich direkt vorm Dorf. Bei meinem Glück fällt mir gleich Lava auf den Kopf. Glaube ich nicht. Na gut, ich höre auch keine. Es sei denn, da oben steht einer mit dem Eimer. Ja gut, das hoffe ich, dass ich das ausschließen kann. Durchbruch. Echt? Bist du in der Schlucht oder neben der Schlucht? In der Schlucht. Sehr schön, dann komme ich mal zu dir.
Obwohl, ist das wirklich hier in der... Ja, das ist in der Schlucht. Ah, ich sehe auch da Gebäude von dir. Da ist der Bahnhof. Cool, jetzt sind wir in der Schlucht. Jetzt muss er nur noch quasi eine Treppe hochkloppen. Ja, ich gucke mich hier gerade noch ein bisschen um. Eigentlich war ja unser Plan, in die Schlucht zu kommen. Über Umwege. Ja. Ach, wir sind jetzt in der Schlucht. Erfolgreich. Au! Ich höre, dass du angeschossen wirst. Ja, ich wollte mir gerade eine Treppe in die Schlucht runtergraben. Und bin dann runtergeschmissen worden von einem dummen Skelett. Hast du es getötet? Ja, es ist tot. Gut. Dann lernt es fürs nächste Mal, dass man sowas nicht macht. Hier ist noch Eisen. Hopp. Oh, ich bin voll mit Eisen. Dann. So, ich habe hier auch ein Treppchen jetzt quasi. Habe ich jetzt das Eisen aufgenommen? Ja, habe ich. Das heißt, ich kann jetzt noch in Ruhe Eisen sammeln und habe gleich einen sicheren Weg hoch. War das ja, obwohl ich will jetzt noch nicht erleichtert klingen, ich kann immer noch sterben, aber es war doch soweit relativ erfolgreich. Ja, doch. Paar Level bekommen durchs Abbauen. Wie viele Level hast du dazu gekriegt? 6. Ja, das ist doch super. Bei mir waren es nicht ganz so viele. Da ist noch Eisen. Hier ist noch Eisen. Oberfläche, Oberfläche, Oberfläche. Creeper, Creeper, Creeper. Wo, wo, wo? Oh mein Gott. Na, ich habe ja auch mein Creeper-Schwert. Mein Spinnenschwert ist auch gleichzeitig mein Creeper-Schwert. Nicht schlecht. So, hier unten drunter. Oh nein, Skelett, Skelett, Skelett. Du hast doch bestimmt irgendwo so einen Verzauberungstisch. Ich glaube, ich habe tatsächlich keinen. Was ist denn das hier für eine Billigkommune? Was? Billigkommune. Bestes Dorf ever. Sag mal, wenn du hier stehst, ne? Ja. Hier neben mir, bist denn du? Ja, neben dir. Du bist gar nicht neben mir. Dann leckt's gerade, aber ich bin quasi neben dir. Guck mal auf den Weizen. Bewegt der sich bei dir? Weizen? Ach, du bist ganz woanders, als es bei mir jetzt angezeigt wurde. Komm mal runter. Ins Urdorf. Bewegt sich der Weizen bei dir oder ist der nur in meinem Texturenpaket animiert? Also bei mir bewegt sich gar nichts. Ich habe ja noch gerade gar keins drin. Das okay. Ist Klassik Minecraft. Dann ist das wohl vom Texturenpaket. So. Ich würde sagen, Eisen und sowas bringe ich direkt in meine Schmiede. Ach, da hinten bist du. Oh, da ist sogar noch Eisen drin. Wenn sich das mal nicht gelohnt hat. Also die ganze Kohle unterbringen hier.
kann deine Truhe nicht benutzen. Du kannst mir die Sachen aber zuwerfen und ich packe sie dann einfach da rein. Aber du solltest an die Öfen können, oder? Das müsste eigentlich funktionieren. Ich bin mal ganz kurz aufgekommen. Ja. Zurückgekehrt. Willkommen zurück. Ich bin jetzt schon dabei, die Klunker wegzubringen. Waren jetzt leider nur 4 Diamanten, aber besser 4 als gar keine. Das ist richtig. So. Ich noch mal zur Schmiede. Aber eisentechnisch hat es sich sehr gelohnt. Ach, ich habe vergessen, dir noch ein paar zu geben. Du kannst ja mal schauen, ob du an die Öfen kannst. Also ich weiß jetzt nicht, ob die gesichert sind oder nicht. Ja, das sind gesichert. Okay, dann wo sind sie denn jetzt? Da. Okay, du hast aber auch eine Menge Eisen eingesammelt. Ich werde nie wieder Eisenmangel haben. Hahaha. Hahaha. Oh, es wird gerade morgen. Ach, wie schön. Oh, eine Spinne. Ist das nicht ein toller Sonnenaufgang, wenn man hier so am Steg steht? Sag das dreimal schnell hintereinander. Oder an diesem Steg steht. Oh, jetzt ein Steak. Ja, doch. Hat sich gelohnt. Vielen Dank für deine Hilfe. Ja, kein Problem. Kriegst du jetzt auch deine Bezahlung? Alle deine Pferde. Nein, du kriegst jetzt deine total... Ich muss mal gerade gucken, was ich so hab, was ich dir geben kann. Vergammelt mit Fisch. Leere Kiste. Mhm. Ich nehme auch einen Stack Diamanten. Ich hab nicht mal einen Stack Diamanten. Ich geb dir was anderes, warte. Wo bist denn du? Schon wieder. Ich suche irgendwie den Verzauberungstisch, aber ich glaube, das ist tatsächlich kein. So. Da. Voll tolle. Du kannst mit meinen Dorfbewohnern oben handeln. Die haben teilweise auch verzauberte Gegenstände. Kannst ja mal mitkommen. Kann ja mal gucken, was da gerade los ist bei denen.
Dann kannst du auch meine Eisengolemse kennenlernen. Die habe ich ja schon gesehen. Oh, Moment, nein, hier geht's nicht runter, hier geht's runter. Hans-Peter. Dieter. Da. Theodor. Gustav, Hugo, Albrecht. Kannst ja mal gucken, ob irgendjemand mit dir handeln will. Dann kannst du die Wirtschaft in meinem Dorf ein bisschen ankurbeln. Wucherpreise. Das ist Qualitätswirtschaft hier. Wie du siehst, ich habe hier eine sehr nachdenkliche Bevölkerung. Ja, die denken sehr viel nach. Ja. Und schon irgendwas Interessantes gefunden? In der Tat, hier kann ich mir Steak kaufen. Du willst Ich aber muss auch doch. schon ein bisschen essen. Aber ich kann dir auch so Essen geben. Du musst jetzt die Smaragde nicht für Steak ausgeben. Ach, werde schon wieder welche finden. Du weißt, dass Smaragde. Das war der einzige Händler, der mir für 2 Smaragde was verkauft hat. Du weißt, dass Smaragde seltener als Diamanten sind. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber die anderen wollten alle 8 Smaragde, 10 Smaragde. Na gut, dann hast du jetzt wahrscheinlich das teuerste Steak der Welt gekauft. War wahrscheinlich irgendwas Argentinisches oder so. Das ist Kobe. Das Rind, das zu Tode massiert wurde. Genau. Na gut, dann würde ich Und sagen, da. Ja. beenden wir das hier. Machen wir das. Vielen Dank für deine Hilfe und Ja, sehr gerne wieder. wir können ja uns irgendwann mal wieder auf einen Höhlenabenteuer treffen oder wenn wir schauen, dass wir irgendwie ein anderes Dorf plündern oder so. Mal gucken. Machen wir, machen wir. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi.